Servus und willkommen bei Timberborn. Da bin ich wieder. Ah, jetzt läuft's weiter. So, da sind wir ja mitten in der Dürre. Und wir haben unsere Geruchsreinigung vom Zentralbezirk. Den hier. Ja, auch hinter uns. Ah, zum Glück ist die Beschwemmung weg. War jetzt schon nervig, mal wieder. So. Wir sind ja auch fleißig da hinten am Bauen von unserem Roboterzeug. Roboterfabrik, ja, mal schauen, wie weit die heute kommt. Ich hoffe, sie wird fertig. Jetzt muss ich mich natürlich auch noch um den Kraftstoff kümmern, wäre ja mal auch vom Vorteil. Ach, mache ich ja schon. Hier oben mache ich ja schon Kartoffeln, ne? Das passt ja schon. Da war ja was. So, da liefern sie die Sachen. Gut. Wasser ist gefüllt. Wie schaut es euch mit den Nahrungsmitteln aus? Sie erfüllt sich auch. Sonnenblumen, Karotten. Beere, perfekt. Energie wird geliefert. Überlegen, überlegen. Oh, was? Gebäude braucht Wasser. Ach, das wird der Ding sein, gell? Ja. Biber ist verletzt. Energie, Material. Ja, das wird der Ding sein, gell? Nee, doch nicht. Ach, der braucht Biokraftstoff. Oha, und ich habe gar keinen Sprengstoff mehr. Okay. Dass ich das noch erleben darf. Mal wieder. Sehr schön. So, Tatscha, ja, Stissels mal unten, ja, sicherheitshalber während der Dürre. Ist das schon alles fertig? Nee, ist es nicht. Haben wir es doch gedacht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Schnell einen Kaffee nachfüllen. So, da, jetzt haben wir wieder besser Zeit. Ich überlege. So, da. Ja, kümmern wir uns um Biokraftstoff. Was brauchen wir denn dafür? Bretter haben wir, ja. Zahnräder haben wir auch. Und Metall. Das könnte natürlich jetzt hier sich kneifen mit dem Ding, gell? Ja.
Die brauchen auch Metallblöcke. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Produktion erhöhen soll. Aber ich glaube, ich sollte vorerst noch die Windmühlen erweitern. Da hängt jetzt doch schon zu viel sonst dran. Ne? Ist ja auch nicht von Vorteil. Wenn euch die Videos gefallen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Kommentare und Videoverbesserungen sind auch immer gern gesehen. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, aktiviert doch gern die Glocke. Oder kommt auf meinen Discord-Server, um dort über die neuesten Videos informiert zu werden. So. Ich bin hier echt am Überlegen, was du immer machen sollst in diesen Dürren. Muss man immer vorsichtig vorgehen. Ich bin hier echt überlegen. Ah, hier haben wir was, siehst du? Oh, es ist ja schon sehr weit gekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist jetzt gerade schon wieder ein bisschen schwierig und nervig, weil mir Metall fehlt. Wer müssen wir jetzt das noch machen? So. Es ist schon wieder echt, das nervt gerade irgendwie. Klar bin ich schon auch froh, dass das Ding kommt hier, dass die Nahrung jetzt hier so schon reinläuft. So.
Da kommt auch nichts rein, oder? Obwohl doch, so langsam. So, Nacht bricht ein, da können wir schneller schalten. Ich hab gar nichts zum Einlagern von Weizen, gell? Nee. Das sollte man vielleicht auch mal machen. Und, oder habe ich sie schon? Nee, Kiefernharz habe ich da, okay. Weizen, 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 da ist Weizen. Der hilft eins beste Brot nichts, wenn du das Grundmaterial nicht hast. Weizenmehl müsste ich auch noch einlagern, siehst du? Der Tag hat angebrochen und ich habe nicht aufgepasst. Entschuldigung. So, Weizenmehl. So, haben wir bald mal die Hälfte von der Ding ausgeheilt, von der Dürre hinter uns. Ist doch auch schön. So. Und hat 50 zur Hälfte gefüllt. Und mir fehlt wie immer Baumaterial. Ja, yeah, ich kann das einfach. Aber es ist doch schön, wie sie alle am Wuseln sind. Und gleich haben wir die Hälfte von der Dürre überstanden. So, da, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Es tut mir einfach leid.
Ist doch schön, dass wir noch so viele freie Betten haben. Ich würde auch gern sprengen, aber dann würde ich mich meine... Der Wasserstand ändern, ist auch nicht von Vorteil. Wobei natürlich hier auch die Frage ist... Es ist einfach nirgendwo genügend Wasser da. Ich habe zwar viel gestaut, aber... Es ist einfach alles gleich groß, der Hoch, das ist doof. Mann. Da. Ich glaube, hier hat sich das doch ein bisschen verändert. Könnte noch knapp werden mit dem Ding hier. Es könnte noch interessant werden, ob das heute klappt hier mit der Roboterfabrik. Fehlen muss noch 20 Metallerz. Obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie schaut es eigentlich da oben aus? Ah, wunderbar. Dann werden wir mal den austauschen, dass wir zumindest mal etwas zum Tun haben. Außer bloß sinnfrei warten. Ja, da könnte man auch noch eine Windrad hinbauen, dann hätten wir da auch mehr Energie. Und ich habe mal so viel Energie. Wieso mache ich das eigentlich? Wieso nutze ich das eigentlich nicht? Warum nutze ich das nicht? Das ist doch bescheuert, was ich da mache. Ja, jetzt wieder im Speichern.
Da die Schmelzerei rein. Ich muss schon irgendwie dann noch ein Lagerhaus bauen, um dort die Materialien dann zum Lagern. Ist natürlich logisch. Die Frage ist halt, ja gut. Die Frage hat sich gerade erledigt. Ich habe es ja letzte Mal schon beantwortet eigentlich. Oder vor langer, langer Zeit. Das muss weg. Na genau. Sehr schön. Ja, das haut dann so hin. Da kommen dann die zwei Lager hin und schon hat sich das Problem erledigt. So. Natürlich sollten wir dann auch hier Altmetall rüberkarren. Ja, es geht langsam vorwärts. Es ist nervig, aber es geht vorwärts. Eigentlich für die Nacht irgendwie überpennt oder mir kommt das gerade irgendwie so vor, hätte ich ein oder zwei Nächte überpennt, also ganz ehrlich. Aber schau, zumindest so läuft es ein bisschen. Ist auch schön verteilt, 75, 75, das freut mich. Langsam geht's vorwärts. Weiter wir halt mal hier. Dann kann ich doch nur eine zweite Ding hinbauen, siehst du? Wieso bin ich gleich dran gedacht? Ich weiß es auch nicht. Ja, wie immer hat man halt an viele verschiedene Sachen gedacht, nur nicht an die richtigen. Ach. Diese Dürren nerven mich immer nur.
Baulwasserflut wäre, das wäre doch was. Wie gesagt, da hängst du dann drinne und bist am Schwitzen. Aber ich muss echt sagen, ich bin mehr als überrascht über die Menge an Wasser, was diesmal hier drinnen bleibt. Wir haben jetzt noch 2 Tage, also, oh, apropos 2 Tage. Siehst du, da haben wir eine Nacht und ich habe schon wieder gepennt. Das ist ein bisschen anders als hier. Da wird es schon sehr knapp. Ich muss auch jetzt unbedingt mal diese Ding bauen. Diese mechanischen Pumpen. Damit ich dann mal da hier vernünftige Reservoirs aufbauen kann. All das, was ich hier betreibe, das ist ja Katastrophe. Ich hätte schon viel länger machen müssen, viel früher machen sollen. Die machen mich wahnsinnig, die Biber, die verletzen sich immer mehr. Ich muss hier, glaube ich, echt mal so eine Krankenstation bauen. So, wie schaut's hier aus? 2, 4, 5. Das ist ich. Mich nervt's mit diesen. Mich nervt es brutal. Mit diesen kranken Bibern die ganze Zeit, diesen Verletzten.
gibt es ja echt keine Möglichkeit mehr. Nee, der geht bloß kontaminierte. Ich kenne es noch, da war das war der Heiler. Da hat er sich allgemein schneller geheilt. Ach, wir haben schon wieder Nacht. Ich hab das. Ich überreiß das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht überreiß. Die Windmühle müssen wir auch noch aufrüsten, alles. Ach, es gibt schon Arbeit, aber mir fehlt sie da Material. So, Nacht ist gleich rum, dann kann ich auch wieder runterschalten, auf jeden Fall. Es ist schwierig. Ja, siehst du. Ah, das ist nicht gut. Das lassen wir auf 0,5. Es ist zwar schade. Aber genau das habe ich befürchtet, dass das passiert. Wieso ist hier keine Produktivität? Ist das bezogen auf die Entfernung, oder? Weil, hab ich noch nie geguckt drauf, siehst du? Wie schaut's hier aus? Nee, da ist nichts drin. Der hat sowas wieder nichts. Nee, ich denke mal, solange sie über 90 ist, ist sie vernünftig. Ach, da fehlt auch noch 11. Das wird doch noch knapp werden. Ich glaube, das schaffen wir heute auch doch nicht mehr. Schade. Ja, das müssen wir ja auch alles noch vertiefen, würde ich behaupten.
Oder hier zumindest einen Deich bauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Den Damm meine ich. Aber das würde wieder den Fluss ein bisschen stören, gell? Nee, da muss ich mir wieder. Irgendwas muss ich mir dann einfallen lassen, auf jeden Fall. Das geht so nicht. Die hat auch kein Wasser. Mein Gott. Allem fehlt's am Wasser. Zumindest das kann ich machen. Dass ich mal irgendwas heute mache. So. Ah, jetzt geht's ja besser. So. Also es tut mir schon leid, dass die Folge heute auch etwas langweilig ist, finde ich. Ah, wir haben Abend. Aber zumindest die Dürre überstehen wir jetzt, ja? Ja, Gott sei Dank. Das ist immer das Nervigste, diese Dürren. Die hemmen alles. Und beim nächsten Mal müssten wir jetzt auch endlich schaffen, dass hier diese Dingfabrik fertig ist. Und ich habe es noch nicht auf die Reihe gekriegt, hier Ding zu bauen übrigens, gell? Hier, Raffinerie. Braucht ja keine Energie, das ist gut. Machen wir aus Kartoffeln. Dann machen wir mehr Biokraftstoff draus. Sonst kriegen wir ja nie was fertig gebacken hier. Und jetzt kommt endlich Wasser. Da hat sich das, damit sie das endlich erledigt. Ja, Gott sei Dank ist diese Dürre durch. Aber ich bin froh, dass zumindest hier diesmal, Entschuldigung, hier diesmal das Wasser gehalten hat ohne Probleme. Ah, da kommt's Wasser. Ach, ein Speicher mal schon wieder, das passt ja wunderbar. Das Produktivste war diesmal, dass die Dürre beendet war, ganz ehrlich. Ja.
trotzdem möchte ich mich bedanken, dass ihr da wart beim Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da wird es hoffentlich wieder interessanter, das weil ich dann doch etwas mehr doch nicht ganz so gehemmt bin, finde ich dann durch die Dürre eben. Es läuft zwar überall, aber es läuft noch nicht so rund, wie ich das haben möchte. Ich wünsche euch trotzdem, Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Servus.